dass sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir ihren bisherigen Fortschritt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Eigentlich wollte ich mich... Achso, die waren ja voll. Eigentlich wollte ich mich ein wenig um meinen Raum der Wünsche kümmern. Kann ich leider nicht, weil wir direkt schon die nächste Quest bekommen haben. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel abgeschnitten. Ich habe direkt auf Aufnahme gedrückt, als ich hier reingekommen bin, beziehungsweise als es losgegangen ist. Habe ich dich geschmissen? Nee, dann waren das tatsächlich die Kohlköpfe von ihr in der letzten Folge, weil die hatten nämlich auch welche, also da lagen welche am Boden und ich war mir nicht sicher, ob das jetzt meine waren oder ob das jetzt andere waren. So, die sammeln wir noch schnell ein. Dann schauen wir noch mal ganz kurz, was wir eigentlich umziehen können, falls wir denn was umziehen können. So, neue Sachen haben wir auf jeden Fall bekommen, aber wenn ich mich richtig erinnere, das meiste davon war tatsächlich schlechter. Wenn nicht sogar alles, ich bin mir nicht sicher. Schlechter als das, was wir jetzt gerade anhaben. Ah, okay. Eins haben wir auf jeden Fall noch zum Aufdecken. Da müssten wir mal nach nebenan gehen. Das ist besser. Erhöhter Schaden mit Defindo. Gut, mit Defindo kämpfen wir jetzt sowieso gerade nicht. Also ist es egal. Und ich bin ganz ehrlich, solange ich kein Max-Level habe, ist mir das auch sowas von egal, was ich da... Also nicht egal, was ich trage, aber... Achso, das war der Schal, den ich jetzt auswählen muss, genau. Natürlich nicht egal, was ich trage. Ich will natürlich schon was Gutes haben und auch immer gegen die besseren Sachen hier tauschen. Stimmt, 60... Nee, 60? 27 ist das. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt bis 60 kommen vom Level her. Ich habe jetzt schon zwei Varianten gehört, wie viel Level es geben soll insgesamt. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, wo stehen wir denn jetzt gerade? Wir stehen hier beim Durchgang, genau, da sind wir richtig. Dann schauen wir mal kurz, was wir hier identifizieren können. Der ist aber auch schlechter. Na gut, dann lassen wir das. Webstuhl brauchen wir jetzt nicht, weil, wie gesagt, wir haben ja noch keine Endgame-Rüstung. Dann können wir die später mal bearbeiten, aber das war's dann auch. Ach so, ich müsste mal gucken. Wir haben nämlich, glaube ich, Tiere gezüchtet. Theoretischerweise ist zu weit entfernt. Ach, das ist... Nee, das ist die Kröte. Rebellion. Zeigt euch doch mal. Du bist es nicht. Gerade hatte ich aber doch noch was. Ist das das kleine Testral weiblich? Hat noch nichts gefressen? Warum hat das noch nichts gefressen? Oh, Entschuldigung. Nein. Nein! Oh. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Nein, ich tue dir nichts. Ich hau dir nur mal einmal voll eine von Latz. Aus Versehen natürlich. So, jetzt kriegst du aber was zu fressen. Entschuldigung. Nimm meine Entschuldigung an. Oje, oje. So, die Kröten, die dürften fertig sein. Eigentlich müsste ich doch jetzt hier irgendwie eine kleine Kröte haben. Rebellio. Ach nee, die Kröten konnte ich ja nicht. Ach, ja. Konnte ich ja nicht. Haben wir jetzt zwei kleine? Nee, da kommt ein großer gerade runter, oder? Ja, ich glaube, das ist ein großer. Da muss ich nochmal offline gucken, dass wir nochmal eine männliche Kröte und ein männliches Knuddelmuff und weiß ich nicht was. Aber eins haben wir noch reingesteckt. Das war, glaube ich, bei denen im ersten Gehege, glaube ich, war das, oder? Oder war das hier? Mal eben schauen. Nee, hier ist das... Obwohl, doch. Hier ist das Gatter zwar offen, aber wir haben hier doch... Och. Was kommst du denn hier auf einmal raus? Hallo? Dich habe ich jetzt aber nicht zum Züchten genommen. Ja, du warst jetzt eigentlich nicht gemein. Ist das der Kleine da hinten? Nee, das ist eine Katze. Also dieses Katzenwesen, ne? Lass mich doch mal eben gucken. Moment. Brut des Beschwören auswählen zum Inventar. Brut des Fupas. Bist du das? Du bist der Fupa auf jeden Fall. Das war das Falsche. Nee, hä? Ich konnte ihn füttern, obwohl er schon gefüttert war. Jetzt bin ich verwirrt. So, bist du denn jetzt die Brut? Oder bist du nicht die Brut?
Weil du siehst eigentlich fast genau... Nee, Moment, bist du auch ein Fupa? Nee, doch, du bist auch ein Fupa. Ja, dann war das das Kleine. Ah. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht streicheln, aber du kannst... Nee, Moment. Nee, nee. Nee, nee. Das ist das Kleine. Nee, das ist noch nicht zum Liebhaben bereit. Warum nicht? Jetzt... Ach so, weil es gerade am Füttern war. Hallo, Kleines. Oh, ist das süß. Dann gucken wir mal eben ganz kurz. Herausforderung, Talente. Ich schau mal eben hier. Nee, das sind die Talente. Da wollte ich gar nicht reingehen. Aber da können wir auch noch mal kurz gucken. Hier ist doch die Herausforderung. Das haben wir abgeschlossen. Besiege 100 Kobolde. Ach, herrje. Okay. Inferni. Habe ich keine Lust drauf. Aber da geht's weiter. Das habe ich dann abgeschlossen, oder? Besiege 10 Straßenköter. 25. Trolle. Nicht so weit. 28. Das können wir abholen. 6 berüchtigte Gegner. Sind das nicht die, die ich die ganze Zeit platt mache hier? Diese Kobold-Anhänger und so? Ne, das sind die schwarzen Magier. Die gehören hier in die Reihe rein. Okay, 70 schwarze Magier. Gut. Kampf, Aufträge. Ah, ein Auftrag fehlt mir noch. Na gut. Hauptaufträge, boah, fehlen mir noch so einige. Und Nebenaufträge fehlen mir auch noch so einige. Das ist ja krass, muss ich sagen. Wie viel da dann doch drin ist. Überreste alter Magie. Ja, da habe ich noch nicht weitergemacht, muss ich sagen. Da haben wir noch was, was wir noch holen können. Astronomie. Die Dinge habe ich auch noch nicht erkundet. Das wollte ich auch noch machen. Da können wir was abschließen. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Handbuchseiten im Hochland. Achso, das sind ja auch die Handbuchseiten. Steht ja auch drin. Ja. So, rette Tierwesen. Rette 10 Tierwesen, rette 20 Tierwesen. Okay, da müssten wir quasi, wenn wir sowieso welche holen, verbessere Ausrüstung 5-mal. Na gut, das könnten wir ja noch machen. Züchte 10 einzigartige Tierwesen. Das ist bestimmt das, was gemeint war, dass wir 10 Stück züchten müssen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Talente können wir auch noch was hinzufügen. Mal gucken. Zaubersprüche haben wir hier oben noch nicht frei. Was sind wir denn? Muss den Verwandlungszauber... Hä? Muss den Verwandlungszauber wirken können? Ach so, den muss ich noch erlernen. Verstehe. Löst eine Schockwelle aus. Glacius eingefroren. Bombarder. Bombarder benutze ich gerne. Da nehmen wir doch mal direkt einen Punkt für. Dann ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das einen Gegner in der Nähe verflucht. Das ist auch immer gut. Crucio bin ich im Moment sehr gerne am Nutzen. Arresto Momentum hat auf Gegnern selben Effekt wie einen Fluch. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Ja, können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Im Moment 6 Punkte habe ich jetzt noch, oder? Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Ja, Stupor mache ich gar nicht, ne? Ein perfekt abgestimmter Protego-Zauber. Ja, genau, das wollte ich freilassen. Das war. Ja, genau, das war jetzt das mit den Hauptschleichen, glaube ich, braucht man nichts mehr. Raum der Wünsche, meine ich, war jetzt aber auch nichts großartig, ne? Angriffe der Tentakula verursachen mehr Schaden. Fokustränke und so weiter. Ja, arbeite ich aber nicht mit. Also von daher ist mir das jetzt ehrlich gesagt auch egal. So, Aufträge. Wir haben doch gerade noch was bekommen. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung der Zwischenstufen in der Bibliothek. Okay. Klingt gar nicht kompliziert. Ist nicht in Hogwarts, wenn ich das richtig sehe. Der zeigt mir das auch gar nicht an. Moment, muss ich da einmal für rausgehen vorher? Oder ist das, weil ich im Raum der Wünsche gerade bin? Das dürfte aber eigentlich nicht daran liegen, oder? Nee, Moment, da unten. Professor Weasleys Aufgabe.
Dann, wo bin ich denn hier? Bootshaus? Ich glaube, vom Bootshaus wäre ich jetzt... Aber im Bootshaus war ich doch schon. Hä? So, naja, gut. Hier haben wir das Rätsel ja schon gemacht. Das ist übrigens, habe ich im Nachhinein gesagt bekommen, das gehört wohl zu den Geheimnissen von Hogwarts. Das heißt, wir laufen jetzt in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Das heißt, dass man mehrere solcher Geheimnisse in Hogwarts finden kann und dann wohl auch immer so eine spezielle Truhe oder sowas da drin findet. So richtig drauf geachtet, was wir jetzt eigentlich bekommen haben, habe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist also der unterirdische Hafen. Ja, den kennen wir doch schon. Hallöchen. Die graue Dame. Ich würde ihr Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Wo ist sie denn? Revelio. Oder ist das ein anderes... Nein! Also einmal hier. Hier müssen wir sammeln. Handbuchseite. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über die großen See nach Hogwarts bringen. Hier soll doch aber auch ein Punkt sein, wo wir hinporten können, oder nicht? Ach, wir sind gar nicht... Da. Jetzt bin ich verwirrt. Nicht, dass das was Neues wäre für mich. Aber hier ist... Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Okay. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Ja, gut. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich habe nämlich keine Plätze mehr frei. Und ich würde jetzt schon gerne das Teil noch mitnehmen. Jetzt, wo wir schon gerade hier waren. So, das heißt... Jetzt gucke ich hier nochmal eben. Sind wir denn hier auf einem anderen Fleck, wenn wir da hochkommen? Ja, dann sind wir da. Ach, dann war das gar nicht das hier unten. Ah. Finstere Tiefen. Moment, finstere... Das ist aber jetzt neu, oder? Nee. Ach so, das ist eine Nebenquest. Ah. Okay. Jetzt habe ich... Ja, jetzt bin ich hier wieder rausgegangen. Das war jetzt wieder so mega intelligent von mir. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal eben ganz schnell nach Hogsmeade. So. Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, da sind wir schon, Mädel. Du musst echt mal mehr deine Umgebung angucken. Gut. Ach so, jetzt ist das andere natürlich hier noch geslottet. Wir gehen jetzt mal eben schnell zu dem einen hier mit den keine Ahnung, was er jetzt hier verkauft an Schriftrollen. Ich glaube, für den Raum der Wünsche hat er was verkauft. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, mal schauen. Also, das können wir weggeben. Drei. Na komm schon. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, also 22 Plätze. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nur 22 Plätze haben oder ob das irgendwie... Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Mhm.
Kein Thema. Ich muss nur erstmal hier raus. Wobei wir hier auch einiges noch holen können. Indem wir die Schlösser aufknacken. Aber das möchte ich nicht jetzt machen. So, ich bin da gewesen. Der führt mich jetzt natürlich ganz andersrum. War das jetzt... Nee, das war noch eine tiefer, oder? Nee, dann kommen wir hier wieder hoch. Nee, war doch hier. Dann gehen wir nochmal kurz rein. Das ist also der unterirdische Hafen. Ja, das sagt sie irgendwie jedes Mal. Ich weiß auch nicht, warum. Und natürlich ist es was gewesen, was schlechter ist. Aber egal, Hauptsache wir kriegen dadurch Gold, weil wir brauchen ja immer viel Gold. Sehe ich irgendwie direkt nochmal düsterer aus, wenn ich da durchgehe. So, jetzt ist die andere Frage. Ich würde gerne, bevor wir das jetzt machen, weil wir jetzt auch nicht so viel Zeit mehr in dieser Folge haben. Oder was war das jetzt? Ach nee, das war das mit den Handbuchaufgaben. Ja doch, dann machen wir das doch. Nein, du sollst hier aber nicht rausgehen. Du sollst, ich bin mir noch nicht sicher, was du sollst, mir das geben und ich mach mal das hier. So, müssen wir hier hoch? Sieht so aus, ne? Moment, Moment. Ja, geh doch mal. Sieht gut aus. Ich habe gerade einen leichten Drehwurm und mir ist etwas schlecht, aber ansonsten sieht es gut aus. Revelio. Was war das denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber es war irgendwie... Ach! Hallöchen! Um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ich glaube ja. Ja. Professor Weasley hat mich um etwas, aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Okay. Quizfragen? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Ja, auch wenn ich die wahrscheinlich auch nicht beantworten kann. Aber nur her damit. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der goldene Schnitzer, der Schlangenvogel, der goldene Schnatz. Vor der Erfindung des goldenen Schnatzes, also kann es ja schon nicht der goldene Schnatz sein. Den Schlangenvogel, wenn das jetzt der ist, den ich im Kopf habe, den gibt es. Goldener Schnitzer, keine Ahnung. Hört sich jetzt nicht nach einem Wesen an, also sage ich mal Schlangenvogel? Der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Doch, der Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bragg im Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Oh. Felicis, wie auch immer der ausgesprochen wurde. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern?
Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Du kannst mich mal. Die Klatsche, also der Schnatz ist klar, das ist der Kleine, der gefangen werden muss, den man fast nicht sieht. Die Klatscher, das sind diese, die auf die Sucher und so weiter, also auf die Leute draufgehen. Ich weiß aber nicht, ob der Quaffel oder wie auch immer ausgesprochen wird, ob der größer ist. Ich hoffe es mal. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Theoretisch ja, weil wenn man Katzenhaare nimmt, kann man ja zur Katze werden. Wobei das nicht gedacht... Nee, das ist eine Fangfrage. Weil der Vielsafttrank ist doch der, den die gebraut haben... Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Ist doch der, den die gebraut haben, um sich in jemand anderen zu verwandeln, ne? Also würde ich sagen, falsch. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. Ja, ist nicht ganz richtig. Ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Wollen wir das? Eigentlich nicht, oder? Nee, ich würde sagen, ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwas für bekommen. Also, nee, wir überspringen das mal. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, wir wissen ja jetzt, wo du bist. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. So, Buch über Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Ja, aber das sieht so ein bisschen komisch aus hier. Ich gehe mal stark davon aus, ja, das dachte ich mir schon, dass wir da woanders hin müssen. Wo können wir denn da hin? Das sollte relativ in der Nähe sein. Hier sind wir. Okay. Revelio. Ach, unter mir, so wie es aussieht. Okay, da können wir natürlich so noch nicht hin. Da weiß ich immer noch nicht, ob irgendwas passiert, wenn ich da durchlaufe. Nee, aber anscheinend nicht. So, Moment. Jetzt müssen wir hier runter. Es erfreut unsere steinernen Herzen, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Wie von solcher Arroganz umgeben zu sein? Hallo? Was ist denn das hier? Ist doch cool. Alle Homura. So, was haben wir denn alles hier? Klamotten. Hallo? Es wäre schön, wenn du das öffnest. Noch mehr Klamotten. Säbelgrau, okay. Achtung, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen. Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehnen, sicherzustellen, dass derartige Aktivitäten nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, das meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein, werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ergebnis negativ beeinträchtigen würde. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Phineas Nigellus Black, Schulleiter. PS. Ich bitte von der Verköstigung mit Süßspeisen abzusehen, da diese herumstreunenden Ratten oder Kniesel anlocken könnten. Ich bitte weiterhin darum, die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung auf 4 zu begrenzen. Revelio. Wer kotzt denn hier die ganze Zeit? Ui, haben wir schon wieder nachts?
Sehr schön, sehr schön. Ich vergesse nie, was diese Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein schöner Stein. Die hatte Klasse. Der hat eben mit mir gesprochen. Oder vielleicht auch nicht mit mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit dem Kumpel, der da auf der anderen Seite hängt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Irgendwie sehe ich mein Ziel jetzt gar nicht mehr. Was ist das denn? Achso, das ist die Katze. Ja, für dich habe ich jetzt gerade keine Zeit. Es tut mir wirklich leid. Ich muss zum Unterricht. Und ich muss wahrscheinlich auch auf den Morgen warten, ne? Obwohl, sie ist da. Nee, aber ich muss trotzdem auf den Morgen warten. Na gut, dann machen wir das mal eben. Und sehen uns gleich wieder. Guten Morgen, Professor. Ich habe hier übernachtet. Sie haben einen neuen Zauberspruch, Professor? Ja, den Verwandlungszauber. Aber zuerst möchte ich, dass Sie ein paar Aufgaben erledigen, die Ihnen helfen, Ihr Handbuch zu vervollständigen. Kommen Sie zu meinem Verwandlungsunterricht, wenn Sie damit fertig sind. Dann fangen wir an. Wollt ihr mich veräppeln? Ach so, Moment. Die meinen damit, okay. Hallo. Die meinen damit nur das, was wir schon gemacht haben. Wie erstaunlich. Ich bin noch nie in diesem Raum gewesen. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Eigentlich nicht. Ich brauche den Zauber noch. Die sieht immer so aggressiv aus. Meister der Zaubersprüche. Heißt das jetzt, wir haben alle Zaubersprüche durch? Also haben wir jetzt alle gelernt? Nee, wir haben zwei fehlen uns noch. Warum sind wir dann schon Meister, wenn uns doch zwei fehlen? Okay, Verwandlung, Verwandlung. Wo sollen wir das denn schon wieder reintun? Ich habe hier überhaupt keinen Platz für irgendetwas. Den haben wir doch die ganze Zeit nicht genutzt. Hier den Defindo. Ach, da oben. So. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Die Aufgaben haben mir sehr geholfen. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie eine Venimosa Tentacula züchten konnten. Die Zucht einer solchen magischen Pflanze ist eine Leistung, auf die Sie stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch bei einer ehemaligen Aurorin in Upper Hogsfield mit Professor Fick zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Nein. Nicht im Geringsten. Ich wollte lediglich mehr über das Aurorenprogramm erfahren. Ich war fasziniert von Professor Sharps Aurorenabzeichen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten.
Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Was? Jetzt habe ich den Zauber hier extra reingemacht? Herausforderung angenommen, okay. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt habe ich den Zauber hier extra reingemacht? Und kann ich üben, wollte ich gerade noch sagen. Okay. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Hm. Okay. Dann werden wir wohl den Vater mal anhauen müssen, so wie es aussieht. Ja, das ist ja geil. Ich habe gerade noch gedacht, so, oh nein, nicht schon wieder neue Aufträge. Weil wir haben ja noch so viele davon. Und ich würde auch gerne das mit Poppy machen und ich würde gerne das mit Nutty machen. Und ja gut, das sind jetzt so Nebenquests. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich dann als erstes machen. Das mit Lodgott möchte ich natürlich auch machen. Wird aber wahrscheinlich sehr lange werden. Deswegen werden wir das definitiv in Einzelnen machen. Und ja, die Sache mit Sebastian möchte ich natürlich auch machen. Haben wir hier sonst noch? Nee, das sind die unwichtigen Sachen. Also ich würde sagen, dass wir mit Poppy erstmal weitermachen, dass wir von unten anfangen und dass wir danach, ich weiß nicht, ob in den gleichen, ich weiß ja nicht, wie lange das Ganze wird, die Sache mit Nutty machen. Ja, und dass wir uns quasi von unten nach oben jetzt durch die Story nochmal durchquesten werden, wenn man so will. Warum ist das hier im Hintergrund eigentlich so eklig, gerade von der Optik? Ist das wegen dem Licht? Wenn ich mich drehe, ist wieder... Na, okay, das ist nicht alles so scharf, aber naja. Ich drehe mich mal einfach so um, vielleicht wirklich da nicht ganz so verschwommen. Aber ich möchte auch irgendwie nicht in die Kamera gucken, deswegen muss ich ja alles drehen. Dann halt nicht, mein Gott. Dann gucken wir so schräg in die Kamera. Ist ja auch egal. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, wie es weitergeht. Also bei mir war es schon... Oh, ich habe so viele Szenen gehabt, wo ich vollkommen weg war. Und als dann diese Szene kam mit dem Drachen, habe ich nur gedacht... Mein Lieblingsspiel. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ja, ich hoffe auf noch ganz viele solcher Szenen. Und ja, wenn es mit Sebastian weitergeht, denke ich mal, wird es auch wieder spannend. Und die Hauptstory nervt mich ein bisschen, weil ich dann Prüfungen wieder machen muss und ganz viele Gegner besiegen muss. Aber gut, das gehört natürlich auch zum Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, es kann sich so langsam sehen lassen, womit wir kämpfen können. Also wir haben noch schon so einiges gelernt, würde ich mal behaupten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.